Die Senatoren des Bundeswirtschaftssenats sind auch international, nicht nur in Deutschland, sondern international erfolgreiche Unternehmer. Was haben Sie denn persönlich von denen gelernt? Ich habe sehr viel gelernt. Ich komme ja, bin ja von Hause aus Jurist. Dann war ich Politiker. Und als Jurist und als Politiker, oder erstmal als Jurist, lernt man abzuwägen. Genau hinzugucken, wie ist die Lage, was kann passieren, Risiken minimieren. Der Jurist ist darauf gebrieft, Risiken auszuschalten. Er wird den Mandant, wenn er Rechtsanwalt ist, immer beraten, oh, das kannst du nicht machen, da kann das und das passieren. Schon wieder um sein eigenes Haftungsrisiko gegenüber dem Mandanten zu reduzieren. Ja. Der Politiker ist ähnlich gestrickt. Der Politiker will eine Wahl gewinnen, will aber ja nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten, will ja nicht entscheiden, was schiefgehen kann. Das führt dazu, dass in der Politik immer weniger entschieden wird, immer längere Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltung dauern, dass wir die längsten Entscheidungsprozesse im Planungsverfahren weltweit haben und die aufwendigsten ist bekannt. Und so ein Typ war ich auch. So wird man in dieser Gesellschaft hineingeboren und ausgebildet, gerade mit der juristischen Ausbildung. Von den Unternehmern habe ich gelernt, nee, ja, okay, wir müssen gucken, welche Risiken bestehen, aber was unternehmen wollen, heißt auch, den Mut zum Risiko mal zu haben, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer alle Risiken ausschließen will, das Leben ist, fürs Leben gibt es keine Vollkaskoversicherung. Der wird gar nichts bewegen und gar nichts gewinnen und auch für diese Gesellschaft nichts bewegen. Und deswegen, sage ich mal, habe ich von den Unternehmern zweierlei gelernt in dieser neuen Aufgabe beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. A, es ist nicht so schlecht bestellt um unsere Unternehmen, wie man immer wieder hört. Die haben zwar momentan viel zu leiden, aber die Innovationskraft, die Lust, tolle Mitarbeiter, ist alles noch da. Und die können sofort loslegen und wieder erfolgreich sein und auch Deutschland wieder auf Platz 1 bringen, wenn man sie denn diese und die richtigen politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schafft. Das ist noch da. Die müssen wachgeküsst werden. Das habe ich gelernt. Und das Zweite eben, Mut zum Risiko, weil ohne das geht's nicht.